Tino, sei nicht auch noch ein unangenehm veganer Mensch. Er kennt mich, er liest mich wie ein Buch. Nein, das finde ich echt sehr billig, also für... Direkt. Deine Schreie hört niemand hier unten im Studio. Alter, Tino, die Leute schalten hier ein, denken, wir sind völlig geisteskrank. Was ist denn hier los? Ich habe nur kurz unsere Praktikantin zurechtgewiesen. Ah, okay. Besser ist es. Hallo, Leute. Liebe Grüße gehen raus an unsere Praktikantin, die anonym sein möchte. Das ist schade, das ist eine ganz tolle. Wenn die da ist, funktioniert hier alles. Ey, das Wenn sie nicht wirklich. Da ist, dann wird immer nur Wiederholung gesendet. Ja, wir entschuldigen uns im Namen von Radio Lotte offiziell. Aber ist ich ja egal, wir sind ja gerade online, wir sind ja gar nicht im Radio. Ja, stimmt. Das ist doch die große Soundcloud, Spotify, YouTube-Podcast-Variante, Bubble. Ja. Lobby Bubble. Genau, die ist so ein bisschen unabhängig von allem. Hallo Leute, na? Wir haben einen Brennpunkt-Hörerwunsch heute mal wieder. Denn die Leute, die kaufen uns hier und also ich fühle mich wie auf dem Strich. Ich werde andauernd gekauft. Wie heiße Semmeln, ich freue mich darüber. Ja. Ich werde gern gekauft. Also, sprechen wir doch mal über das heutige Thema. Vaginas sind wirklich was ganz Schönes. Jetzt kommt das nächste Woche, das Thema. Vaginas. Hatten wir nicht Vaginaismus heute als Thema? Ach so, nein, das haben wir erst nächste Woche. Ah. Es geht heute um die große Indoktrinierung. Es geht heute um den Veganismus. Ich lese es hier gerade. Oh, das sind ganzen Notizen jetzt umsonst gemacht. Ja, ich habe mich halt so vorbereitet. Ich habe extra nochmal ein paar Frauen ganz genau untersucht. Oh, shit, Mann. Alles wieder zerreißen hier. Das ist aber ein großer Zettel. Das hört man sogar, wie groß der ist. Die ganzen Notizen umsonst. Ja, wir wurden gekauft. Ich gucke gleich wieder mal nach, wer das ist, weil ich vergesse das irgendwie immer. Das war bestimmt... Das war Benni, glaube ich. Nee, das war Cem Özdemir oder Renate Künast. Ja, Tino, pass mal auf. Gib uns mal ein kurzes Intro in dieses Thema. Ja, liebe Leute, es geht heute um den Veganismus. Das heißt, um Menschen oder überhaupt um Lebewesen, die sich ernähren ohne tierische Produkte. Und zwar ohne Milch, ohne Sahne, ohne Käse, ohne Fleisch... ohne Eier und um sowas geht es um die Vor- und die Nachteile, um Vorurteile auch und um Vor-Ur-Nachteile. Es geht quasi um alles. Wir decken alles ab. Alle Fragen, die ihr habt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir hier gar keinen Gegenpol haben, da wir ja beide zumindest kein Fleisch essen. Ja. Ich bin auch so ein bisschen wahnsinniger. Ich bin ja. Hast du gerade schon wieder dieses verbotene N-Wort gesagt? Nee, Tino, was? Reiß dich zusammen. Wir können nicht jede Woche hier einen Shitstorm haben. Es tut mir leid. Ich brauche diesen Shitstorm, den Skandal. Du brauchst das, dass dich noch was kickt im Leben. Es war übrigens, Benni, möchte ich nur kurz einwerfen in deinen kleinen Monolog. Benni, danke fürs Benni. Kaufen des Brennpunkt-Hörerwunschs für 20 Euro. Eine Stunde auf deine Ohren. Bitteschön. Das könnt auch ihr haben. Für jedes Thema, was ihr haben wollt. Ja. Jedenfalls geht es darum, dass wir, also ich bin noch ein bisschen krasser als du, da geht's direkt los, ne? Dieses Wettbewerbsgedanke. Ich bin etwas ganz Tolles, ich ernähre mich vegan, ich bin super krass. Ich will die Leute, auf Wiedersehen. Ich will die Leute mal ein bisschen aufklären, ich möchte sie mal einführen in die Thematik, ja, wer wir eigentlich sind. Und zwar, du verzichtest ja schon seit vielen, vielen Jahren auf Fleisch zumindest. Und bei mir ist es so, dass ich auch seit vielen, vielen Jahren auf Fleisch verzichte, aber auch seit so 3-4 Jahren ungefähr auch auf Milch und nahezu auf Käse und Sahne und Joghurt, also auf andere tierische Produkte. Aber auch ich bin noch nicht zu 100% auf den Vegan Train indoktriniert, noch nicht. Aber ich gebe mir Mühe. Und du sagtest ja auch schon, dass du so langsam auf Milch verzichtest, zumindest trinkst du jetzt Sojamilch. Ich habe halt keinen Geschmack. Und, das weiß ich. Naja. Das wissen wir alle. Ja. Naja, der Punkt ist, dass bei der Sojamilch, da ist noch so ein Spritzer Vanille drin, da merke ich wenigstens was Süßes. Normale Milch schmeckt halt einfach nach gar nichts. Sie schmeckt ja so schon nach nicht viel. Hm. Ja. Aber für mich halt dann nach noch weniger. Ich finde schon, ich habe danach. Ich habe es jetzt auch gesagt, das N-Wort, sorry. Also, ich habe dann nach vielen Jahren mal wieder Milch getrunken und die hat sehr sauer geschmeckt für meinen Geschmack. Da hatte ich mich gar nicht mehr dran gewöhnt. Ja, also vielleicht im Laufe der Sendung kannst du mich überzeugen, auf Käse zu verzichten, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Das ist auch nicht meine Intention und ich bin ja auch noch auf dem Cheese-Train und esse ganz gern Pizza und Lasagne mit Käse. Natürlich ohne Fleisch, aber trotzdem mit viel Käse. Und es fällt vielen Veganern schwer, auf Käse zu verzichten.
Muss es denn unbedingt, also da können wir ja auch klären, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so im Thema drin wie du, habe aber einen kleinen Telefonjoker, den ich dann zu Rate ziehen werde. Stimmt, der Herr Rücki hat mir gesagt, sollst aufs Telefon gucken. Ich gucke aufs Telefon, ja. Nee, ich rufe dann irgendwie demnächst mal an. Also er schreibt mir über Instagram, dass du die Nachrichten checken sollst, die er dir schreibt. Witzig. Unfassbar. Was für ein Ignorant du bist. Ich schreibe jedem zurück. Ich lese all eure Kommentare. Als hier ob. Seht ihr die Wahrheit. Also ich ernähre mich seit ich glaube 12 oder so bin vegetarisch. War, glaube ich, auch dessen geschuldet, dass wir einfach als Familie so einen Imbissbetrieb hatten. Teilweise halt so bis McNoster. Genau, McNoster, bis zu drei so Stationen in Stadt Ilm, Bad Berka und Mellingen, so Stände. Mhm. Beziehungsweise eigentlich nicht mal, ist nicht mal ein Imbissstand, war schon so eine Hütte. Und da wurden natürlich auch Bratwürste feil geboten. Und diese Bratwürste wurden dann uns abends gerne mal aufgetischt. Nicht so oft, wie das Finanzamt übrigens sagen zu meinte. Also das ist eine ganz witzige Side-Story. Mein Vater wurde irgendwann vorgeworfen, dass er irgendwie im Jahr 1200 Würste abgezwackt hat für die Familie und das nicht angegeben hat beim Finanzamt. Was halt bedeuten würde, dass wir jeden Abend hätten Bratwurst essen müssen, um das irgendwie zu schaffen. So, jeder in der Familie, jeden Tag mindestens eine Bratwurst. Und das ist einfach super sinnlos. Und das haben sie ihm einfach angekreidet. Hm. Und er konnte nicht das Gegenteil quasi beweisen, obwohl es Quatsch ist. Hm. Und dann musste er dann übelst viel Geld nachzahlen. Einfach, weil diese Behauptung halt stand. Aber ich glaube, dass es eine sehr große Bratwurstmafia gibt, weil ich hatte auch eine Bekannte. Currywurst-Mafia soll auch ganz groß sein, die Flecken Podcasts im Internet. Zum Beispiel, ja. Ganz mafiös. Meine ehemalige Nachbarin, als ich noch ein Kind war, die hat auch Bratwürste gebraten, so auf, ich würde sagen auf dem Straßenstrich, an der Bushaltestelle früher. Und das ging jahrelang gut und irgendwann hat sie ihren Laden geschlossen und dann hieß es auch, dass sie wohl angeblich Geld unterschlagen haben sollte, was sie aber niemand zutraute, sie sich selbst auch nicht, sie hat es auch abgestritten. Sie hat sich selbst auch nicht zugetraut. Nee. Aber sie musste dann ihren Bratwurststand einfach aufgeben und das war voll traurig für sie und für alle Beteiligten. Ich glaube, da gibt's so die Bratwurstindustrie. Ich glaube, es gibt hat an diesem Tag einen großen Schritt nach hinten gemacht. Ja, ich glaube, dass die Millionenabsätze dann tief gefallen sind. Und es war ganz traurig. Ich glaube, dass die Bratwurstmafia da auch ihre Hände im Spiel hatte. Dass nicht alle Bratwürste einfach braten dürfen in Thüringen. Ja. Und der Punkt ist, worauf ich hinaus wollte übrigens, diese Bratwürste wurden dann bisweilen bei uns im Tiefkühlfach und so. Also wir hatten so eine Truhe außen in der Garage, da wurde es drin gelagert. Allerdings auch sämtliches anderes Essen, was in diese Richtung geht, ja, also was tiefgefroren sein muss. Zum Beispiel Eis, das hat dann nach Bratwurst geschmeckt. Und so hatte ich so einen kleinen Overload, obwohl nicht das passiert ist, was das Finanzamt behauptet, hatte ich dann doch relativ die Nase voll davon. Ja. Heutzutage wortwörtlich. Und meine Güte, da habe ich dann aber mit 12 gesagt, nee, irgendwie keinen Bock mehr. Mein Bruder war damals auch Vegetarier, mein Großer. Und so bin ich wahrscheinlich auf den Trichter gekommen. Und bis heute blicke ich eigentlich nicht zurück, dass ich sage, oh, Fleisch, das brauche ich jetzt. Ich hatte neulich hatten wir diese Erfahrung, ne, dass ich so ein Würstchen von dir, so ein veganes Würstchen gegessen ja, hatte. Ja, stimmt. Und auf einmal konnte ich riechen. Ja. Das wollte ich eigentlich mal weiterverfolgen, weil ich habe gedacht, dass das dieser Umami-Geschmack, ja, dass das mir irgendwie fehlt und dass vielleicht dadurch meine Nase nicht richtig funktioniert. Ach. Und wer weiß, wenn ich mich vegan ernähren würde, wäre es vielleicht noch schlimmer. Aber die hat es ja offensichtlich gemundet. Also es war ja so. Nee, es hat nicht wirklich geschmeckt. Es war halt echt, es war ja so eine Wurst, die dann versucht, authentisch zu schmecken. Ja, einigermaßen. Ja, und ja, ich finde es nicht geil. Mhm. Aber es war halt echt so dieses, ach du Scheiße, auf einmal rieche ich die Wiese, auf der ich sitze und so. Ja. Das war schon ganz witzig. Dir fällt das Fleisch. Ja. Da kannst du wieder riechen. Hab schon Mangel. Ja, aber also ich glaube, wenn ich diesen Mangel hätte, wenn es wirklich das wäre, würde das nicht schlagartig mit einem Bissen irgendwie plötzlich wieder da sein. Wie so in einem Comic so. Ja, so ein Spinner, Popeye. Ja, gut. Der unglaubliche Robin, der durch Bratwurst wieder riechen kann. Ja, meine Superheldenkraft. Toll. Aber hast du zwischendurch mal in diesen vielen Jahren nicht doch mal Fleisch gegessen, so um es zu probieren oder so rückfalltechnisch? Wüsste ich gerade nicht. Also
Ich habe halt auch, als ich noch Fleisch gegessen habe, nicht wirklich viel gegessen. Auch damals zum Beispiel Döner schon ohne Fleisch, weil ich es einfach geiler fand. Es war irgendwie frischer. Och, da läuft gerade Ecke lang. Witzig. Hi, Ecke. Lass schlackern. Ja, auf jeden Fall nicht wirklich ausprobiert und dann auch, ich erinnere mich an so Happenings, dass ich irgendwie mit 11 oder so bei meiner Oma übernachtet hat, die mir dann Wein übrigens gegeben hat. War eine großartige Erfahrung, ja, so ähnlich. Und da gab es dann halt auch Essen, so Fleisch, und das hat mir auch schon nicht gemundet und da habe ich das in meine Hosentasche reingeschmuggelt, weil ich ja nicht zeigen wollte, dass ich das nicht esse. Habe das quasi gekaut, über den Mund genommen, so, und als sie nicht hingeguckt hat, die Hand gespuckt und die Hosentasche gesteckt. Aber ist das Kauen nicht schlimmer, als es dann zu schlucken? Ja, keine Ahnung, ich war 11. Aber ja. Bei dir ist es also viel weniger dieser Tiergedanke, also dieser Tierwohl-Ethik-Gedanke. Es ist viel mehr so ein Ding, es schmeckt einfach nicht. Nee, das hat dann auch auf jeden Fall mit reingespielt. Ich wollte halt einfach dieses Gefühl, Leiche zu essen, finde ich schon nicht so geil, muss ich sagen. Da ist es mir dann egal, wenn irgendwie aus irgendeinem Euter, wenn da vorgelatscht wird und dann da irgendwie Käse raustrieft, ja, und den fresse ich mir gerne rein, so. Aber Leiche fressen, das fühlt sich einfach irgendwie nicht richtig an. Aber wer kam auf die Idee eigentlich, eine Kuh zu melken und das zu trinken? Das habe ich nie verstanden. Wer der Erste irgendein gewesen Perverser ist. Wahrscheinlich. Ja. Der hat wahrscheinlich erstmal irgendwie Unzucht getrieben mit der Kuh. Und meinte, das, jetzt sauge ich mal am Nippel und oh, das schmeckt ja gar nicht so schlecht. Oh, so schlecht schmeckt das doch gar nicht. Erstmal alle so, oh, das ist voll bescheuert. So, ja. Dann kommt auf den Scheiterhaufen. Und dann sitzt er da so unter der Kuh und denkt so, oh, wenn man das jetzt hier noch ultra hoch erhitzt und pasteurisiert, oh, das wär's. Und so ist die Milch entstanden. Ja, mein Großvater war ja auch der Chef und Leiter einer Kuhmilchanlage bei uns im Dorf. Und zwar für viele Jahrzehnte. Und ich durfte dann auch hautnah erleben, wie Kühe gemolken werden. Ich war bei einer Kuhgeburt dabei, also bei einer Kalbsgeburt. Und ich fand es gar nicht so schlimm. Und dann hat mein Opa mal eine Tasse genommen. Und hat dann so frisch aus dem Euter mir Milch eingeschenkt in die Tasse. Es hat ganz fürchterlich geschmeckt, aber diese Erfahrung war sehr interessant. Da zieht es mir irgendwie ein bisschen was. Da habe ich zum ersten Mal realisiert, dass ja Milch total künstlich ist eigentlich, was wir trinken zu uns. Es wird ja wirklich ultra hoch erhitzt, wie gesagt, und entkeimt und alles Mögliche. Ja, muss ja. Also und viele Stoffe werden rausgezogen. Es gibt ja sonst kein Säugetier, was irgendwie die Milch von einem anderen Säugetier isst. Ja, es ist oder trinkt. Deswegen finde ich dieses Argument von wegen Veganismus wäre ja unnatürlich, finde ich halt nicht haltbar so. Wer sagt denn das? Also sehr viele. Das muss ich mir schon sehr oft anhören. Ja, okay, also Veganismus. Ja, okay. Also ich habe jetzt daran gedacht, dass da Fleisch jetzt mehr aus... Also, ne? Ich höre nur als einziges, Fleischessen ist natürlich. Hm. Aber jetzt... dass man auf Milch und sowas verzichtet. Also das extra quasi. Aber das ist natürlich dann nicht vegan, wenn du trotzdem Fleisch isst. Ich meine nur keine tierischen Produkte außer Fleisch, hätte ich jetzt gedacht. Da gibt es ja vielerlei irgendwie. Das heißt, die Zähne vom Menschen, bla, die sind eigentlich gar nicht für Fleisch. Es gibt genau, ich habe nämlich so. Für diese Sendung ein bisschen recherchiert, was ich ja ganz ich gerne nicht, mache. Deswegen, das hört er vielleicht schon. Das macht nichts. Und es gibt so drei wichtige Punkte für Fleischesser und unter Tieren. Das sind zum einen... Das Gebiss, daran kann man ein Tier erkennen, was es frisst. Und du musst nur mal vergleichen, das Gebiss von einem Löwen, von einem Hund alleine schon und von uns, was da anders ist. Und das siehst du ja, dass unsere Zähne ganz flach sind und nicht so schneiden können oder so spitz sind. Und du kannst mal den Test machen und einfach mal in ein totes Tier reinbeißen, das kannst du nicht. Du kannst mit deinen Zähnen durch Fell und durch die Haut reinbeißen, das Essen. Das klingt nach einem Test, den ich unbedingt mal machen möchte, ja. Ja, das. Ich beiße einfach mal ein totes Tier rein. Wenn ich das nächste Mal da draußen so einen Löwen liegen sehe oder auch nur ein Schwein, ich beiße einfach mal rein. Ja, wenn ihr mal eine Antilope irgendwie seht hier in der Stadt, dann beißt mal rein. Ja, oder so ein Hündchen. Oder und auch am Gebiss, wie man das Gebiss bewegen kann. Also wir mahlen unser Essen, das heißt, wir können unseren Kiefer rundlich bewegen, zur Seite, hoch und runter. Das machen Pflanzenfresser. Das kann ein Löwe zum Beispiel nicht. Der kann nur nach oben und unten. Und dann gibt es noch das Magenargument als Nummer 2. Okay. Und zwar kann unser Magen keine Haare verdauen, keine Schuppen, keine Wimpern. Das heißt, selbst würden wir ein Tier essen können, hätten wir das Gebiss eines Fleischessers, könnten wir das gar nicht verdauen. Ha. Also nicht im Magen zumindest. Und auch zum Beispiel bei einem Löwen, das ist immer so das Hauptargument, der hat 10-mal mehr Salzsäure in seinem Magen. Deswegen kann er das eben verdauen und wir nicht. Und, hast du dich auch mit der Gegenseite ein bisschen beschäftigt? Selbstverständlich. Okay, gut. Ich bin doch ein neutraler
Journalist. Kein Newstime. Ich bin kein unangenehmer Veganer, ich bin ein sehr angenehmer Veganer, der aber auch beide Seiten beleuchtet. Und Käse isst. Gelegentlich. Es wird immer seltener. Jedenfalls da. Und dann gibt es noch den dritten Punkt, und zwar der Darm. Und zwar bei Fleischfressern ist der Darm 3-mal größer als die Körperlänge. Und bei Pflanzenfressern ist es 8-mal. Und rat mal, wie lang unser Darm ist. Ganz lang. Etwa 8-mal so lang wie unser. Und es ist bei vielen Pflanzenfressern, bei allen Pflanzenfressern so, was den Grund hat, dass wenn man Fleisch isst, das darf ja nicht alles verdaut werden. Also, da sind ja viele Schadstoffe auch drin. Deswegen muss es bei einem Fleischfresser schnell wieder raus aus dem Darm. Erst die wichtigsten Sachen rausgenommen werden, also verdaut werden und aufgenommen werden, dann wird es ausgeschieden. Und wenn ein Pflanzenfresser, so wie wir, ein Tier ist, eine Leiche ist, dann wird alles, fast alles verdaut, auch die Schadstoffe, die drin sind. Und das verursacht eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ich habe noch keinen Löwen mit einem Herzinfarkt gesehen. Ich auch nicht, aber ich habe noch keinen Löwen gesehen, glaube ich. Außer vielleicht im Zoo. Im Zoo, ja. Traurigerweise. Jedenfalls sind das diese drei Punkte. Was ist denn vielleicht auch mal, dass die Leute hier nach 15 Minuten mal eine Einführung bekommen in unsere Haltung? Ja. Also gut, ich habe schon ein bisschen was gesagt, aber was ist deine Hauptmotivation für deine Ernährung? Ich glaube, es war bei mir ähnlich. Bei uns gab es sehr viel Fleisch zu essen, frühs, Mittag, abends. Also frühs gab es Salamibrot, zum Mittag gab es dann irgendwie Gulaschsuppe und zum Abendessen nochmal Wurst oder irgendwie Hühnchen. Und dann, das fand ich noch nie so richtig geil. Ich habe ganz oft das Fleisch einfach liegen gelassen auf dem Teller und habe dann die Gemüse gegessen. Ja. Und irgendwann, so mit 12, habe ich dann mitbekommen, dass es ja gar nicht so normal ist, dass man Fleisch isst und dass es auch Vegetarier gibt. Naja, je nachdem, was die Definition von normal ist, war es schon normal. Ist es auch heute noch, aber ich meine, dass es halt nicht Standard ist, dass alle Menschen immer Fleisch essen. Ja. Das habe ich so mit 12 spätestens begriffen, und da hatte ich auch dann, also Freunde, die Vegetarier waren, irgendwann auch mit 14 hatte ich dann auch meine erste Freundin, die war auch Vegetarierin. Oder zweite, ist auch egal. Jedenfalls. Zweite oder dritte oder vierte, ich weiß es nicht mehr. Manchmal komme ich da ein oder ein bisschen durcheinander. Ich kenne das nicht. Es waren so viele. Es ist manchmal echt anstrengend. Ich habe auch die meisten Namen vergessen. Ja. Und dann habe ich eine Zahnspange bekommen, und dann blieben diese Fleischreste manchmal da drin, und das hat manchmal irgendwie nicht so gut gerochen, und es war immer so eklig, wenn das da wieder rauskam. Ja, das kennen sicherlich viele auch. Und da habe ich dann für mich gesagt, irgendwie ist es ungeil, und ich fing an, immer mehr Fleisch nicht zu mögen und nicht gern zu essen. Habe dann mit 19, glaube ich, gesagt, oder mit 18 gesagt, ich will es nicht mehr essen, ich mache es als Experiment und esse einfach mal jetzt ein Jahr kein Fleisch. So, und dann bin ich dabei geblieben. Ich habe dann gesagt, nö, ich fühle mich wohl damit, und auch meine Haut wurde besser. Also ich habe viel weniger Pickel bekommen, hatte keine Probleme mehr mit der Verdauung und solche Geschichten, und hat sich auf mich nur positiv ausgewirkt, auch meine Migräne wurde besser. Kann auch Zufall sein, dass meine Pubertät zu Ende war, aber das war jedenfalls das, was ich beobachten konnte, und so bin ich dabei geblieben. Und dann bist du auch dann so tief in dem Thema drin, dass du dich noch mehr informierst, auch um zu argumentieren, weil du ja oft angesprochen wirst von Familie, von Freunden, warum isst du kein Fleisch mehr? Und dann kannst du ja dann sagen, ja, erstens fühle ich mich wohler, es schmeckt mir nicht, es ist besser für die Umwelt und es ist gesünder und auch ethisch korrekter. Für mich zumindest. Da kann ich jetzt aber mal reingrätschen, weil ja, da wir ja beide diesem Thema an sich nicht abgeneigt sind, bin ich natürlich versucht, auch hier die Gegenseite etwas zu vertreten, damit die Leute nicht sagen, ich höre mir die ganze Zeit hier nur Positives an, oh, vegan, ich hüpfe über die Wiese, alles ist schön. Wenn du hast ja selber jetzt auch gesagt, dass du dich dann immer mehr damit beschäftigt hast, da kann ich jetzt mal das Argument der Echo Chamber mal reinholen. Habe ich auch neulich erst wieder gepostet, als jemand irgend so ein Sachsen wehrt sich oder so irgendwas gepostet hat. So eine Gruppe gibt's da. Ach, gegen Asylanten bestimmt. Genau, so, ja. Und das ist halt der Punkt. Wenn du einmal diese Meinung hast und dann nur solchen, nicht Instagram, Facebook war es in dem Fall, nur solchen Seiten folgst, befindest du dich in einer Echo Chamber, wo einfach nur immer wieder deine Meinung bestätigt wird. So. Die Filterblase, genau. Sozusagen, ja. Und du hörst immer wieder das Gleiche, das verhärtet sich, aber du öffnest deinen Tellerrand halt nicht. Und da ist vielleicht auch die Gefahr, wie gesagt, ich will das jetzt erstmal wertungsfrei machen, so, ne? Egal welches Thema, aber wir sind gerade bei Veganismus, dass du natürlich dann nur Sachen suchst, die dich irgendwie in deiner Ernährung bestätigen. So. Und so hatten wir es auch neulich, als es ging um hier Hambacher Forst und so.
wenn das auch so eine Bande ist, ja, so eine Lausebande, die da ständig sich an Bäume ketten und die sich informieren, die werden halt auch nur innerhalb dieses Kreises Sachen raussuchen, die sie bestätigen. Hm. So. Und so ist es auch hier. Wie gesagt, wenn es dir damit besser geht, ist ja super. Aber immerhin besteht die Gefahr, dass man sich halt nicht darüber informiert und dann sagt, ja, hier 50 Studien sagen, das ist gut so. Mhm. Aber man ignoriert die 150, die vielleicht was anderes sagen. Wie gesagt, ich esse ja selber kein Fleisch, aber... Es ist prinzipiell richtig. Ne? Es ist, hast du echt bei allen Themen eigentlich so. Und ich lege da einen großen Wert darauf, wenn ich mich informiere, dass es auch Quellen gibt und Studien gibt. Es gibt ja so viele Veganer auf YouTube oder Spotify, auch Podcasts, die einfach dann frei über ihre Meinung labern, aber wenige, die dann auch irgendwelche Studien dazu schreiben oder dazu belegen. Und da kann ich sehr den Kanal empfehlen, Vegan ist ungesund. Die machen so ein bisschen, man kann, ich würde nicht sagen Clickbait, aber sie machen das umgekehrt. Das heißt, dass man erstmal glaubt, dass es gegen Veganismus ist, das Video. Aber eigentlich argumentieren sie für Veganismus und nehmen quasi die Argumente der veganen Gegner auseinander und beschäftigen sich damit und haben immer ellenlange Videobeschreibungen mit ganz vielen Links zu internationalen Quellen und Studien, die dann ihre Argumente belegen. Aber beleuchten eben auch manchmal Sachen, die vielleicht nicht so gut sind, wie als es um das Umweltthema ging. Da hat ja auch MyLab, die früher schön schlau. Heißen die zufällig vegan, ja lol, ey? Nee. Wenn die so argumentieren und solche... Nein, leider nicht. Die haben auch keine blauen Haare. Okay. Hatten sie mal ganz kurz, weil Rezo zu Gast war. Aha. Jedenfalls hat MyLab auch mal ein Video gemacht. Sie ist sehr neutral. Inwiefern Veganismus... Die ist nicht neutral, die ist gebührenfinanziert. Ja, keine Frage. Da steht der Staat Ich muss doch den Schein wahren. Wir sind hier im offenen Kanal. Hat sie jedenfalls beleuchtet, inwiefern Veganismus tatsächlich die Umwelt erleichtert und Freudscher Versprecher. Ja, ich war gerade kurz raus. Jedenfalls hat sie da auch gesagt, ja, es stimmt, dass Veganismus prinzipiell CO2 verringert und wenn die ganze Welt vegan wäre, würde das und das und das passieren. Aber sie hat eben auch gesagt, ja, es ist aber nicht die Lösung für alles letztendlich. Und man muss noch viel mehr ansetzen. Es gibt auch Nachteile von Veganismus. Hm. Und da haben die wieder darauf reagiert, die Vegan ist ungesund. Und die haben auch Sachen zugegeben. Ja, stimmt, das ist ein Problem. Das funktioniert nicht so einfach. Und das finde ich halt immer sehr, sehr schön. Hm. Und deswegen zum Thema diese Filterblase. Immer von beiden Seiten informieren. Aber auch manchmal... finde ich es auch wichtig, eine Haltung zu haben und auch eine Haltung manchmal zu verteidigen. Wir müssen in diesem Thema Haltung zeigen. Ja, also viel schlimmer finde ich... Politik-Plattitüde 101. Ja, danke, Frau Merkel. Ja. Also ich muss sagen, ich finde es noch viel schlimmer, wenn Leute sich von jedem kleinen Argumentchen dann irgendwie auf die Gegenseite rüberziehen lassen. Ja, Fähnchen im Wind ist auch nicht okay. Du kannst es ja nicht richtig machen. Warum ich überhaupt dieses Echo-Chamber-Ding angesprochen habe und auch aus Versehen eben Instagram gesagt habe, ist nämlich halt, ja, ist halt wirklich so. Heute erst wurde ich verlinkt vom guten Mad Eye auf einer Seite, die da heißt Alkaline Vegan News, ja. Und die sagen halt jetzt hier zum Beispiel in einem neuen Post mit 10.000 Likes, dass man zu seinem Wasser reden soll und dass es bewiesen ist, dass die Molekularstruktur von Wasser sich verändert, wenn sie positiven Mantras, Gesprächen oder Gebeten ausgesetzt ist. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich dann spätestens ein bisschen aussteige. Das ist eine Instagram-Seite, die hat 687.000 Follower. Und postet halt nur so, did you know, did you know, did you know. Ich habe mir jetzt nicht alles... Sieht schon sehr unseriös aus. Ja, ich habe mir nicht alles durchgelesen, aber das, worauf ich verlinkt wurde, dem Wasser gut zureden. Nein, das hat ja auch dann wieder nichts Wissenschaftliches. Das ist doch, da steht halt, das wurde bewiesen. Also das kannst du halt auch natürlich überall... Aber die haben wieder keine Quellen angegeben, oder? Natürlich nicht. Und das ist das Problem, man kann viel schreiben auf... Hier Dr. Masuro... Emoto. Und da ist das Problem. Wenn das einer macht, das reicht halt nicht, finde ich. Also richtig. Es gibt da keinen wissenschaftlichen Konsens drüber, nur weil eine Person irgendwie mal sein Wasser angerappt hat und dann danach es besser geschmeckt hat für ihn. Das ist auch keine richtige Studie, wenn er alleine rausfand, dass es irgendwie besser ist. Du brauchst ja auch dann Kontrollproben und solche Geschichten, was eben auch MyLab immer anspricht in ihren Videos. Du musst eine Forschung sehr breit gefächert machen und auch die Gegenseite versuchen zu testen und das erst dann wird es empirisch bewiesen. Und das, wird Wasser das schlecht, wenn ich es anschreie? Bestimmt. Bösartig, bestimmt. Ja, das schimmelt böses Wasser, ja. Also grundsätzlich bin ich ja auch für Positivität und so, ja.
Aber also, come on. Ach, das ist doch wie Lichtnahrung, ja. Das ist ja sowas Ähnliches. Da gibt es vielleicht mal einen, der es geschafft hat, ohne Ernährung so ein paar Monate zu leben. Aber wenn ein normaler Mensch irgendwie versucht, sich zu sonnen, statt zu Meckens zu gehen, das stirbt er halt nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen. Ja. Ja, und das ist ja auch eine große Sache bei diesem, ich überzeuge euch jetzt von irgendwas. Das ist ja, also ich glaube, das ist bei nichts so krass wie bei Veganismus. Also nicht, dass es unbedingt passiert, aber dass es da so eine Art Meme drüber gibt. Ja. Woran erkennst du einen Veganer? Er sagt es dir, genau. Ja. Das kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Und auch hier finde ich, das ist einfach nicht der richtige Weg. Auch da habe ich ein sehr gutes Beispiel, was ich jetzt endlich mal ansprechen kann. Pass auf. Und danach, ist egal, erzähle ich gleich. Also, es gibt seit Jahr und Tag eine Person, die damals sowas Ähnliches gemacht hat wie ich. Ja? Ich habe mich ja damals bei Giga, oder nicht beworben, ich habe da angeschrieben und gesagt, hier wollen wir was zusammen machen, das passt ja ganz witzig, wir machen was mit Games und so, bla bla. Und diese Person hat damals quasi hinterm Rücken gesagt, ey, nehmt doch uns, wir sind aus Berlin, wir machen das viel geiler und lass die mal in Ruhe sozusagen, wurde mir dann hinterher gesagt. Und diese Person, die schreibt auch, also jedes Mal, man kann ja bei YouTube so in der Community-Funktion kannst du eingeben, bla bla bla, suchst nach einem Wort von all deinen Kommentaren so. Und wenn ich dann nach dem Kanal von diesen Leuten google oder suche, sehe ich alle Kommentare, die je geschrieben haben. Und jeder einzelne ist so ein, naja, ich sag mal, es ist halt, es ist kritisch, ja. Ich kann es nicht genau umschreiben. Es ist halt so, dass es eigentlich positiv sein soll, aber du merkst halt, jedes Mal ist so, ja, das hier ist eigentlich nicht gut. Das ist eigentlich, ja, das ist schon ganz witzig, aber eigentlich ist es sehr unkreativ, wie du das gelöst hast. So. Jedes Mal so ein, ja, vor dem Hintergrund, dass sie mal das Gleiche gemacht haben, mehr oder weniger wie wir. Nur schlechter. Und wie gesagt, über Jahre hinweg nur solche Kommentare. Oh, gutes Thema, immer so ein gutes Thema, aber die Umsetzung ist ja voll unkreativ. Ja. Jedes Mal so in die Richtung, ja. Eigentlich ein Lob erstmal und dann aber eigentlich ist es scheiße. Das sind so reflektierte Hates irgendwie, dass man nicht nur ein stumpfer Hater ist, sondern dass man, nee, dass man auch irgendwie. Ich würde es wirklich nicht als Hate bezeichnen, aber es ist halt so ein. Mhm. Eigentlich können wir es viel besser, so. Mhm. Ist ja auch egal, das ist nur die Vorgeschichte. Die Person hat jetzt, ich glaube, das kann ich sagen, das ist auch dieselbe Person, die damals vor ein paar Wochen, wo das passiert ist, mit der Frau da, die da in der Schweiz beim Sex erwürgt wurde und so. Ah, ja. Die Themen überschneiden sich und ich vermute, dass auch aufgrund dessen so eine kleine Änderung. Weil sie Veganerin war, ist sie gestorben. Genau. Weil, ich glaube, aufgrund dessen gab es so eine kleine Veränderung. Die Person war halt jetzt auf so Seminaren. Und hat irgendwie einen neuen Lebenssinn oder so für sich entdeckt. Keine Ahnung. Ich habe mich jetzt auch nicht so mit damit beschäftigt, deswegen vermute ich jetzt nur. Auf jeden Fall hat die Person jetzt eine neue Agenda, sage ich mal. Was grundsätzlich gut ist, so Positivität, ja, und Tanz in der Öffentlichkeit und so, ist ja alles nice. Aber macht halt aggressiv Werbung dafür und versucht, alle jetzt irgendwie da reinzudrücken, so alle zu sagen, ey, guck mal, das, was ich hier gerade mache, ist das Beste, was man machen kann. Mach das doch auch ist mal. Ist das so eine esoterische Schiene? Na, weiß ich nicht. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Es ist halt schon. Ja, also du hast halt gestern auf Instagram selber Kommentare gelesen. Du weißt dann, welche Personen. Also dieses halt so. Ja. Vorleben statt Anprangern oder irgendwie sowas. Ach, bla, die sind bla. Das, okay, ja, habe ich gelesen. Genau, so, und das ist halt nicht zielführend, wenn du mich fragst. Auch wenn das die beste Lebensart ist, die man haben kann, eventuell. Ich glaube nicht, dass es geil ist, Leuten ungefragt zu sagen, guck mal, wie geil ich gerade mein Leben genieße und wie ich den richtigen Weg gefunden habe. Warum machst du das denn nicht? Das ist. Und hier übertragen auf Veganismus, nicht. Deswegen gibt es ja dieses Meme, der Veganer sagt es dir und so, und geht dir im Endeffekt nur auf den Sack damit. Ja. So, man kann natürlich das einfach vorleben, indem man sich vegan ernährt, ja. Wenn natürlich, wenn man sagt, nee, ich will kein Fleisch, und dann sagt die Person, scheiß Veganer, bla bla, dann ist natürlich der Dumme. So. Aber wenn man sagt, du isst Fleisch, du weißt schon, dass das mal gelebt hat, bla bla. Ich glaube nicht, dass du so jemanden überzeugst. Das ist halt eine gewisse Marketingstrategie, wenn man das
mal ganz hochtrabend formulieren möchte, ähnlich wie es bei Demonstrationen ist, Fridays for Future, dass man die Leute jede Woche erinnert daran, dass sie was tun sollen gegen den Klimawandel. Und so ungefähr funktioniert das auch im Zwischenmenschlichen. Und wenn du etwas gut findest und du für dich sagst, Alter, der Veganismus, also jetzt als Beispiel, ist ein sehr wichtiges Thema und ich will, dass noch viel mehr Veganer werden und sich beschäftigen damit, dann kann es das passieren, dass man schnell in so eine Schiene abrutscht, ja, dass man dann das jedem ständig vorkaut und ständig vor die Füße kotzt. Vielleicht sollte man es einfach wortwörtlich einfach nur vorkauen, weißt du? Und wenn man dann sagt, oh, übelst lecker oder was weiß ich, oder mal irgendwie was kocht für jemanden, ja? Das ist ja dann vielleicht effektiver. Positiver, ja. Als einfach nur zu sagen, hier mit dem Finger, du schlechter Mensch, du, ganz schlecht. Und genauso hier auch bei dem Dude, wenn der halt seinen Lebensstil macht und so fröhlich ist und tanzt und dann Leute auf ihn zukommen, ja, und sagen, ey, was geht denn bei dir ab? Und er dann erklärt, dann hat er halt die Plattform, dann sind die Leute ja interessiert, aber ungefragt, Leuten, denen das einfach fucking egal ist, was er da macht. Du meinst, das schreckt eher ab, wenn man ständig das vor die Ohren bekommt. Ja, na klar, also bekommt. Da hast du halt erst recht keinen Bock irgendwie so. Ja, ich kenne auch so eine. Und es ist ja auch im Endeffekt so ein kleines bisschen von oben herab, oder nicht? Also so dieses, guck, ich hab's gerade irgendwie besser oder ich weiß, wie der Hase läuft sozusagen. Ja, ich weiß was du nicht weißt und ich habe eine Lebensweise, die besser ist als deine. Ja. Sicher, aber das haben wir, tragen wir alle irgendwie in uns drin. Jeder Mensch glaubt, dass er die richtige Meinung hat. Natürlich, aber das ist ja das eine. Das andere ist, anderen Leuten das aufzudrücken so. Ja, da geht es aber, glaube ich, um reale Probleme. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du bist Paprika-Fan, ich sage, ich bin Tomaten-Fan, das sind so Sachen, die sind irrelevant, ja. Da muss man sich nicht drüber streiten. Das macht keine Auswirkung auf irgendwas. Aber wenn es um Ernährung geht, um Veganismus, um Flugzeuge fliegen, um Reisen, dann hat es ja eine Auswirkung irgendwie auf die Welt, auf den CO2-Ausstoß und auf die ganze Menschheit. Und da ist es halt dann doch viel wichtiger, dass man denen das immer wieder ins Bewusstsein ruft. Deswegen kann ich die Motivation durchaus verstehen, dass man denen das immer wieder erzählen muss, wie wichtig es doch eigentlich ist, sich um seine Ernährung zu kümmern. Und ich kannte aber auch so eine, die hat mir immer vorgeworfen, dass ich ja kein Vegetarier wäre, das war noch davor. Und dann bin ich irgendwann Vegetarier geworden, erstmal nur Vegetarier. Habe ich ihr das dann geschrieben, guck mal, ich bin schon seit jetzt 3 Monaten Vegetarier und ich fühle mich voll gut. Und ich habe erwartet, dass sie sich freut. Hm. Aber was kam als Antwort? Per WhatsApp, glaube ich, war das. Ja, glaubst du, das reicht jetzt etwa schon? Denkst du nicht, dass es den Kühen auch schlecht geht, wenn die Milch geben müssen? Und da habe ich auch mir gesagt, ey, so eine dumme Kuh. Weißt du? Die schlachte ich und esse die. Ja, nee, ich dachte mir dann, okay, ich bin reflektiert genug, um zu wissen, dass sie jetzt nur eine dumme Kuh ist und dass ich trotzdem meinen Weg gehe. Aber es gibt auch sicherlich auch Menschen, die lassen sich dann eher davon triggern und sagen dann, nö, jetzt erst recht. Um die jetzt zu ärgern, die eine Person ärgere ich jetzt und esse erst recht Fleisch und trinke wieder Milch und rieche an Kinderärschen. Das habe ich auch öfter gesehen, dass man sich da irgendwie zu sehr auf das, was noch nicht ist, konzentriert, als auf das, was schon ist. Genau. Und klar, auch hier, eigentlich wäre es ja zu sagen, ah, oh, geil, hier, Wahnsinn, wow. Aber das ist halt pädagogisch nicht wertvoll. Also wenn du den Leuten immer wieder Vorwürfe machst und wenn du sie immer wieder daran erinnerst, wie schlecht sie eigentlich sind, dann hat es keinen Nutzen. Du musst den Leuten, du musst sie an die Hand nehmen und musst ihnen das zeigen, wie toll es ist, das zu sein. Und sie loben für kleine Veränderungen, wie Kinder. Und bei diesem Stichwort testen wir das nochmal, ob mein Telefonjoker das kann. Ja. Oder ob er uns jetzt auch den pädagogischen Zeigefinger vorhält. Ich rufe da jetzt mal an, denn mein Wissen ist ja bald erschöpft. Ich habe natürlich noch ein paar witzige Themen, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Handelt es sich denn um einen Rücki? Ja. Toll. Wir rufen jetzt mal so eine richtige Öko-Fotze an. Sie hören gerade 3 Vegetarier hier im YouTube. Hallo, willkommen beim großen Kekswichsen. 3 Leute, die kein Fleisch essen, sagen, wie toll das ist. Ach so, ja geil. Ja, also. Was für ein Stand seid ihr? Wir sind jetzt genau eine halbe Stunde drin, wie ich gesagt habe. Wir haben nämlich sehr viel später angefangen. Okay, und ja. Ja, wir haben gerade ein bisschen erzählt, dass es, ich habe gesagt, du wärst eine Ökofotze, bist du ja nicht. Das war ja auch nicht ernst gemeint. Wir haben nur gerade ausführlich das auseinandergenommen, ob das jetzt hilfreich ist, den Leuten mit dem Zeigefinger zu sagen, hier, friss mal vegan, sonst bist du scheiße oder nicht. Und ja. Dann dachte ich, das ist ein perfekter Moment, dich anzurufen. Ja, na passt ja auch, weil ich bin ja genauso einer, der das macht. Ich halte ja jedem vor, was er essen soll und was er nicht essen soll. So wie Tino auch. Also. Hallo Tino, wenn er mich hören kann. Hallo! Hallo! Ja, nee, also es ist halt, also ich weiß ja nicht, was du erzählt hast, wahrscheinlich noch nichts.
Ich studiere aber wahrscheinlich ja, noch nichts erzählt. Eine halbe Stunde nur gelabert. Viel gesagt. Ich meine jetzt, ob du was zu meiner Person gesagt hast, dass ich halt was in der Richtung studiere. Nee, habe ich noch gar nicht. Ich wollte das alles dir überlassen. Ich habe zufällig Veganismus studiert. Wie bitte? Ich habe zufällig Veganismus studiert. Ach so, ja gut, das kann ja jeder machen. Das ist ja nicht einfach. Nicht schwer, meine ich. Das ist ja einfach zu machen. Nee, also wie gesagt, Ökotrophologie ist ja sowas, Mischung aus Ernährung und Haushaltswissenschaften. Und ich habe ja im Endeffekt damit angefangen, weil ich mich ja auch wie Tino, soweit ich weiß, vegan ernähre. Und ich bin halt mit dem Ziel, also das heißt mit dem Ziel, mit der Idee hergegangen, dass mir jetzt gesagt wird, ja, wie toll das ist und dass es ja das Beste wäre. Aber dass es halt im Endeffekt gerade nicht so ist, weil halt so viele Punkte reinspielen und deswegen ist es halt auch Schwachsinn, Leuten eine Pistole auf die Brust zu halten und sagen, ja, hier, ihr müsst euch vegan ernähren, sonst seid ihr scheiße. Das ist halt Fakt. Weil du halt, ja, vegan wird ja auch für viele Leute halt immer als nachhaltig angesehen. Ich weiß nicht, ob ihr darauf schon eingegangen seid, aber man kann sich halt auch vegan unnachhaltig ernähren. Man muss sich jetzt nur Avocados aus, keine Ahnung, Guantanamo. Guantanamo bestellt. Die sind natürlich ein bisschen teurer, die da wegzubekommen. Oder es heißt ja auch nicht, ist ja dadurch nicht gleich nachhaltig, nur weil man sich jetzt besser ernährt, weil es an sich ist es ja eine Ernährungsform und kein Lebensstil, auch wenn es immer so, finde ich, von vielen so betrachtet wird. Das ist halt dann, im Endeffekt hängt das ja zusammen, dass man sich vegan ernährt und dann sich bewusst auch mit seinem ganzen Leben auseinandersetzt, aber ein Veganer ist nicht unbedingt ein Weltretter, würde ich mal so sagen. Weißt du eigentlich, wo dieser Avocado-Hype herkam vor 3 Jahren? Warum das passiert ist? Weil plötzlich war das überall. Ich denke mal Internet. Nee, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich bin bestimmt aus Amerika wieder rübergeschwappt. Ich weiß nicht. Ist schon gesund, so ein Ding, oder? Keine Ahnung. Ich kenne mich halt nicht aus. Ja, ich kann's nicht lecker. Klar, ist gesund und halt vor allem, also ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Ich studiere das doch nicht. Ich habe nur Scheiß erzählt. Also meines Wissens halt viel Protein, halt pflanzliches Protein drin und deswegen eine sehr gute Proteinquelle für Veganer, was ja immer so dieses Hauptargument ist von Fleischessern, dass ja kein Protein in den Pflanzen wäre und es ist aber halt Quatsch, wenn man sich halt ausgewogen ernährt, dann ist es ja voll in Ordnung. Aber wie gesagt, Avocados brauchen halt viel Wasser und wachsen halt jetzt auch nicht im Thüringer Wald oder so, weißt du? Halt noch nicht. Das Ding. Noch nicht. Ja, stimmt, Klimawandel ist ja das nächste Thema. Also gut, wenn sich alle weiter nicht vegan ernähren und der Klimawandel weitergeht, können wir Avocados hier anbauen und dann anfangen, uns alle vegan zu ernähren. Das ist auch eine Maßnahme. Nun, da du jetzt gesagt hast, es ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt, was vegane Ernährung angeht, du bist ja trotzdem Veganer. Was ist denn deine Hauptmotivation dafür? Also meine Hauptmotivation, also es gibt nicht eine Hauptmotivation, bei mir sind halt viele Punkte, die zusammenspielen. Ich habe halt meinen kranken Fleischkonsum vor 2 Jahren, wo ich im Ausland war, wo ich echt ein halbes Kilo Fleisch jeden Tag gegessen habe, einfach mal durch Gespräche überdacht und gedacht, naja, ist vielleicht echt ein bisschen viel. Und dann habe ich mich halt informiert und halt, also die Punkte sind halt wie bei vielen Leuten, halt erstmal meine eigene Gesundheit, weil wir sind einfach alle Egoisten, die Menschen, die meisten. Und deswegen vor allem Gesundheit, obwohl es da wieder die Frage gibt, ob jetzt komplett Fleischverzicht gesünder ist, als wenn man sich ein bisschen mit Fleisch ernährt. Und da kommen halt dann die anderen Punkte dazu, dass es halt auf jeden Fall wasserschonender ist, dass die Tiere halt nicht gequält werden. Also es ist bei mir halt wirklich nicht ein Hauptpunkt, sondern bei mir spielen da viele Sachen mit rein. Und halt vor allem, weil es halt cool ist, weißt du, weil Veganer ist halt nicht jeder. Swag! Und vor allem wenig Männer sind vegan. Nee, Spaß beiseite. Also das sollte niemals der Anreiz sein, weil dann, also ich kenne Leute oder habe von Leuten gehört, die das aus dem Trend gemacht haben. Und die dann gesagt haben, mir geht's damit nicht gut, weil sie sich halt nicht informiert haben, weil sie halt von einem Tag auf den nächsten vegan wurden. Das aber eigentlich ein Prozess ist, wie alles im Leben. Und das finde ich halt auch das Wichtigste, dass man sich halt beschäftigt mit seiner Ernährung. Das ist vielleicht auch für euren Podcast so ein bisschen das, worauf ihr Wert legt. Aber das ist, glaube ich, so eine Message, die ich jetzt so als angehender, in Anführungszeichen, Experte mitgeben würde. Jeder muss halt für sich herausfinden, was passt. Was auch gesundheitlich passt, vor allem, weil das ist ja erstmal die Hauptsache, warum man sich ernährt, weil man gesund bleiben will. Oder ja, manche wollen auch fett werden, was weiß ich. Weil Pizza aber einfach schmeckt. Ja, klar, nee, es ist ja auch so. Man soll ja auch nichts jetzt weglassen und keinen Spaß dran haben. Weißt du, das finde ich halt auch wichtig. Wenn ich jetzt keinen Spaß dran hätte, vegan zu kochen, dann würde ich es auch sein lassen. Also
muss ich ganz ehrlich sagen. Dann erinnere ich jetzt nochmal an eine Situation. Wir waren bei meinem Vater und der hatte jetzt nicht so viel vegane Küche da. Kommst du denn da oft in die Bredouille, dass du irgendwo hingehst und es problematisch wird für dich, sich zu ernähren? Also ich muss sagen, das war ja sehr spontan bei deinem Vater. Und der hat ja auch also erstmal das Beste draus gemacht. Das muss ich auch mal sagen. Gut, er war durch dich schon eingestellt, dass kein Fleisch gegessen wird. Ja. Aber an sich, also jetzt, je länger man natürlich vegan ist und die Leute, die man kennt, das ist halt easy, weil auch gerade in meinem Studiengang sind viele vegan und auch Restaurants, also außer man geht jetzt in irgendeine urige Kneipe, wo halt hier deutsches Essen geboten wird, da kriegst du halt Pommes vegan. Also das ist, glaube ich, das. Also aus Essen gehen mache ich jetzt eh nicht, weil als Student, ihr kennt, ihr seid zwar keine Studenten, Tino hat ja jetzt abgeschlossen, so jetzt das mitbekommen habe. Ja. Aber ja, der ist ja auch ein reiches Schwein. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind ja eigentlich alles arme Schlucker, nur halt aus anderen Bereichen. Deswegen gehe ich halt an sich nicht viel essen. Aber ja, also ausgehen geht mittlerweile, es wird ja immer mehr, was halt vegan, also vor allem vegetarisch, du weißt es ja, ist halt, ja gut, du gehst jetzt auch nicht viel essen, glaube ich, aber das ist halt eh möglich, was zu bekommen. Vegan eher schwieriger, es wird aber immer besser. Und wenn ich zur Familie gehe, ist halt mittlerweile, meine Oma kocht für mich halt auch vegan, die kauft dann halt, was ich selber jetzt nicht so mache, kauft dann halt vegane Schnitzel, was ich halt so ein bisschen kritisch sehe. Ich finde es gut für einen Umstieg, aber es sollte halt nicht das Ziel sein, alles einfach durch ein Sojaprodukt zu ersetzen oder so. Das finde ich halt auch ein bisschen Quatsch. Hm. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, es ist, wenn es Leute wissen, ist es einfacher. Wenn es spontan ist, ist es meist schwieriger. Aber Obst, Gemüse kann man sich ja immer reinpfeifen. Ich bin ja auch da echt kein Mensch, der jetzt hohe Ansprüche hat. Da gibt es andere Leute, die dann auch, ich weiß nicht, wie Tino da drauf ist, aber wenn man zusammen grillt, die dann rumheulen, wenn dann halt noch ein bisschen Fett drauf ist auf dem Rost und man seine Sojawurst drauf legt, da bin ich jetzt noch nicht so in der Phase. Das ist schon da eklig, aber doch, ich finde es schon eklig, wenn das dann irgendwie nach Fleisch schmeckt. Ja gut, ja. Das, also du bist ja auch schon länger vegan, soweit ich das mitbekommen habe, ja. Oder vegetarisch auf jeden Fall. Ja, der ist halt auch unangenehm. Ja, ja, in allen Bereichen sowieso. Ja. Nee, aber sonst. Ja, nice. Ich weiß nicht, ob ihr auf das mit diesem Ersatzfleisch eingehen wollt oder werdet. Das ist, finde ich, eine interessante Alternative. Also dieses Reagenzglasfleisch. Ja, das würde ich als nächstes noch machen und auch über Käferernährung und sowas sprechen. Mhm. Ja. Aber also da muss ich auch sagen, da weiß ich selber auch nicht, wie ich dazu stehen soll, weil, also ich bin auch so ein, also ich esse auch manchmal Haribos, wenn, also nicht Haribos, aber was gibt's für Katjes, wenn dann halt Bienenwachs drüber ist, weil ich mir denke, man kann es auch übertreiben, weil Insekten sind ja, also klar, ich würde es jetzt auch nicht übertreiben, halt mit Honig und so, mache ich eigentlich auch nicht, aber so mal ausnahmsweise man Gummibärchen mit Bienenwachs überzogen, finde ich jetzt okay und auch mit diesen ganzen nachhaltigen Gedanken mit den Insekten essen ist halt auch wieder so die Sache, weißt du, weil der Mensch steht ja halt im Mittelpunkt immer noch bei Ernährung und deswegen ist das, glaube ich, eine echt gute Alternative, genauso mit diesem Reagenzglasfleisch. Aber da ist halt wieder die Sache, ja, ob es halt wirklich in einem menschlichen Kontext dann bleibt oder wenn es dann wirtschaftlich wird, ist es dann halt auch wieder, ja, schwierig. Ja. Wenn dann Profit im Mittelpunkt steht und nicht mehr dieser Gedanke, ja, es soll umweltfreundlich bleiben, aber du kennst das Video ja, was ich dir geschickt hatte. Ja, ja, klar. Da hat er das ja sehr gut erklärt. Also, ja. Nun. Interessant auf jeden Fall. Interessantes und Thema, wo man wahrscheinlich 10 Stunden drüber reden kann. Deswegen. Ja, ich würde jetzt dich vielleicht noch fragen, ob du einen krassen Geheimtipp hast, irgendwie eine krasse Mahlzeit, irgendwas, was du dir regelmäßig kochst und dann würde ich auch langsam enden, weil es halt auch ein bisschen speckig mit dem Ton hier ist, ne? Ja, nee, alles gut. War ja nur kurz angedacht. Ja. Also was ich mir fast jeden Tag mache, ist Overnight Oats. Also das ist einfach Haferflocken, dann mit irgendeiner pflanzlichen Milch, darf man ja auch nicht mehr so nennen, mit einem Pflanzentrink. Halt sozusagen über Nacht einweichen, ein bisschen Obst, Gemüse dazu, das ist saugeil. Und was ich halt immer empfehlen kann als warme Speisen, sind irgendwelche Curries, also indische Curries, Thai-Curries. Sind sehr leicht zu machen, Gemüse schnippeln, Currypaste dran und dann halt Reis dazu, saugeil. Also geht schnell, kann man lange lagern im Kühlschrank und schmeckt halt eigentlich eh von Tag zu Tag geiler. Deswegen. Okay. Ja, und ja, zwischendurch eine Tüte Chips, also geht immer. Oder die schwarzen Kekse, ich weiß nicht, ob man hier Werbung machen darf, aber. Schwarze Kekse. Wir dürfen alles.
Ach so, ja, Oreos oder Ach die so. Neapolitaner von Manner, die sind auch vegan, obwohl es keiner weiß. Oder Rittersport Marzipan, auch sehr geil, ist auch nicht ausgeschrieben vegan. Nice. Ja, das sind so die Tipps. Aber Tino kennt wahrscheinlich noch mehr, deswegen. Okay. Ja, geil. Ja, klar. Dann danke für deine Expertenmeinung zum Thema. Vielen Dank, Rocky. Vielen Dank. Ich danke dir für die Einladung, auch wenn ich leider nicht live dabei sein kann beim nächsten Mal oder was weiß ich. Kriegen wir bestimmt mal. Auf jeden Fall schon mal viel Spaß bei der Feier dann, gell? Ja. Schon mal hören. Ganz Weimar kommt so Robin, der feiert Geburtstag. Ja, ist echt so. Nur du leider nicht. Aber ich kann dich ja mal per Video anrufen oder so dazu holen. Ja, klar, gerne. Na dann euch noch viel Spaß und macht's gut. Tschüss, Tino. Ciao, ciao. Ciao. Nice. Das war das. Auch war echt sehr interessant, auch seine so Meinung zu hören mal. Und da hast du dich gleich bestätigt gefühlt, ihr militanten Veganer. Ach nö, er ist ja ein bisschen differenzierter. Also, das stimmt, ja. Was ich ja auch bin. Und ja, zum Thema Insekten essen. Ja. Ich würde es mal probieren. Ich es gibt ja jetzt schon so Riegel. Ne? Genau, ich würde es mal probieren, aber das kommt für mich jetzt nicht in Frage. Also, auch weil es halt Tier ist. Ist halt auch ein Tier irgendwie. Und da würdest du auch sagen, die leiden und so? Naja, es sind letztendlich irgendwie tote Tiere, die ich mir da gerade einverleibe. Also ich finde es auf jeden Fall nicht geil, weil ich halt schon so einen gewissen Ekel habe, sage ich ganz ehrlich. Aber ich würde bei Insekten, weiß ich nicht, da bin ich halt auch echt nicht so moralisch. Weil, keine Ahnung, wenn ich eine Mücke im Zimmer habe, will ich die halt auch da nicht haben. Ich weiß ja, die nerven wirklich. Ja. Ich würde sie eher wegsaugen als zerklatschen wahrscheinlich. Da sterben sie ja auch. Ja, mag ja sein. Ich will die einfach nur nicht deren Körper an meiner Tapete haben. Ah, okay, ja. Oder Reagenzfleisch, würdest du das essen? So. Ja, darum ging's. Er hat mir ein Video geschickt, was ich aber schon kannte. Einen Vortrag von Richard David Precht, kennst du vielleicht? Ja. Der sich Guter da jetzt Mann. Seit ein paar Jahren mit beschäftigt, so mit künstlichem Fleisch, was schon ursprünglich, also es gibt schon, die Ursprungszellen kommen schon vom Tier, aber du kannst sie quasi dann komplett ohne Tierleid immer wieder herstellen, so Fleisch, ganz künstlich. Und das größte Argument, was ich da gehört habe, war auch einfach, dass man quasi ein ganzes Schwein hat und dann aber nur Teile davon überhaupt verwendet. Hm. Und mit der Methode züchtet man halt genau das, was man auch braucht, so. Weißt du? Ja, im besten Fall werden ja schon Tiere auch voll verwertet. Also es fängt ja auch an bei Gelatine oder was weiß ich. Das mag sein, ja. Aber du hast recht, komplett wird kein Tier verwertet. Und so hast du wenigstens ein gezieltes Gewebe, was man verarbeiten kann. Und wenn es halt genauso schmeckt wie das Normale, und weiß ich nicht. Also für mich, ich glaube, die Angst ist einfach nur, weil das so die Leute da Angst haben vor Gentechnik oder so, aber das spielt da im Endeffekt gar keine Rolle. Da wird nicht irgendwie an Genen rummanipuliert, sondern es wird nur das genommen, was quasi vorhanden ist. So. Ja, aber die Frage ist ja, wie präzise können die das denn verändern, dieses Gewebe und diese Gene vor allem? Wie gesagt, es wird ja nichts verändert. Es wird ja nur gezüchtet sozusagen. Ja, aber das ist doch trotzdem ein menschlicher Prozess. Also Menschen stellen das ja her mit den Händen. Und ich kenne mich zu wenig. Ich glaube, es machen schon eher Maschinen, aber gut, bin jetzt auch kein Experte. Ich weiß es auch nicht, ich bin da auch kein Chemiker, aber ich habe halt auch so ein bisschen zumindest die Befürchtung, dass dann irgendwelche Sachen verändert werden oder hergestellt werden, die vielleicht gar nicht beabsichtigt sind und wo auch die Langzeitfolgen noch nicht klar sind. Und dass wir dann irgendwie Sachen essen, die unsere DNA auch verändern und dann gibt es Probleme. Ich weiß es nicht, ich bin aber jetzt kein. Also, soweit ich Hysteriker. Weiß, ist da nichts an DNA verändert oder überhaupt drin rumgepfuscht, sage ich mal. Es ist einfach nur, du stellst das her und es ist genau dieselbe Zusammenstellung wie bei einem echten Tier. So. Also ich würde es nicht essen. Ich habe über die Jahre so einen gewissen Ekel entwickelt für totes Tier und für totes Gewebe. Und irgendwie der Gedanke, wenn dann so ein Burger oder ein Schnitzel vor mir liegt, was halt irgendwie doch Gewebe ist, auch der Geschmack, den will ich nicht mehr haben. Dann machen wir es anders. Stellen wir uns vor, es wäre Käse. So. Jetzt kommst du. Du meinst künstlicher Käse? Künstlicher Käse, der aber exakt die gleiche Zusammenstellung ist, wie wenn du Käse aus einem richtigen Tier herstellst. So. Bin ich mir nicht sicher. Fühle ich ähnlich problematisch. Also das kann ich dir gerade nicht sagen. Darüber habe ich nie nachgedacht. Das könnt ihr mal an die Zuhörer weitergeben. Ob ihr jetzt nun Fleisch esst oder nicht, es kann ja für euch relevant sein. Wenn ihr Fleisch esst, würdet ihr solches künstliches Fleisch essen. Wobei künstliches Fleisch da wirklich in großen Klammern, ihr könnt euch auch einfach den Vortrag mal angucken, der geht 20 Minuten.
Ist natürlich dann ein bisschen mit Bias, also er hat ja seine Meinung so. Aber das ist auch eine Sache, mit der hat er sich, glaube ich, jetzt erst in den jüngsten Jahren beschäftigt. Also ist er auf diesen Trichter gekommen. Sehr kritisch? Nee, er findet, das ist die Zukunft definitiv. Ah ja. Weil du kannst halt, der Fleischbedarf wächst. Wir haben zwar in Deutschland immer mehr Vegetarier und Veganer, aber in China und in Indien und so, weil die immer reicher werden und Afrika wird jetzt wahrscheinlich auch dazu kommen, weil die ja, ne, hatten wir ja erst, die haben jetzt dieses neue Bündnis da, das groß afrikanische Viertes Reich. So, und ne, Handelszone, was weiß ich, wie das jetzt offiziell heißt, ist ja auch egal. Und dadurch werden die bestimmt auch ein bisschen mehr Wohlstand haben oder ein bisschen mehr gleich verteilten Wohlstand. Und es wird halt weltweit immer mehr Fleisch gegessen, auch wenn man das nicht so mitbekommt. Und das kannst du entweder durch Käfer oder sowas vielleicht irgendwann noch decken oder durch dieses künstliche Fleisch. Und er ist davon überzeugt, das muss die Zukunft sein, weil du kannst gar nicht diesen Fleischbedarf decken, wenn der weiter so exponentiell wächst. Ich weiß auch gar nicht, ob ich komplett dagegen bin, dass man Fleisch überhaupt isst. Also ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass Fleisch für die meisten Leute zum Hauptnahrungsmittel geworden ist und dass sie halt jeden Tag Fleisch essen, zu jeder Mahlzeit. Ja. Würden Menschen wieder wie früher nur sonntags Fleisch essen, wäre ich dem nicht abgeneigt. Ich würde selber nicht essen wollen, aber jetzt finde ich halt, die Massentierhaltung ist ein Riesenproblem und da geht es den Tieren ja echt richtig beschissen. Und selbst bei Biobauernhöfen, die springen ja auch nicht auf der Weide und fallen dann glücklich tot um. Auch die werden ja getötet und das wollen die auch nicht. Das sagte, glaube ich, in dem Vortrag auch, dass die Biobauern dann plötzlich in einer Sandwich-Position sind, dass sie ja bisher immer die Guten waren und auf einmal kommt jemand daher und sagt, hier, es muss überhaupt kein Tierleid geben und auf einmal sind selbst die Biobauern die Bösen. Ja. Und deswegen ist wahrscheinlich auch da so eine Anti-Haltung gegen, weil die das natürlich nicht wollen, so. Die wollen natürlich weiter, wir sind die Guten. Ja, und ich verstehe natürlich auch, dass die Menschheit da so ein bisschen problematisch gegenüber eingestellt ist, was künstlich hergestellte Sachen angeht. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht. Nee, auf Pizza ist es auch teilweise Analogkäse und so, ist denn egal. Das ist ja auch fast vegan, ja. Ja, ich glaube sowieso, dass das sich das... Also ich dachte eigentlich, es ergibt sich irgendwann, dass die Menschen gar kein Fleisch mehr essen. Das ist so ein bisschen meine utopische Vorstellung gewesen, dass das automatisch passiert, dass wir in 300 Jahren oder 400 Jahren, dass die Menschen dann in Schlachthäuser gehen und wie wir... ins KZ geht. Ja, so eine Art zumindest. Und dass man das dann als Museum aufrechterhält und sagt, früher haben die Menschen Fleisch gegessen und diese Praxis haben wir jetzt überwunden. Ich will nicht den Holocaust mit Massentierhaltung vergleichen. Ich sage nur, dass es ähnlich passieren wird, dass man daran denkt... dass es früher eine grausame Praxis war und dass man das heute nicht mehr macht und daran erinnert, an das viele Tierleid. War zumindest immer meine Vorstellung, dass es so ist. Aber wenn ich jetzt höre, dass der Fleischkonsum dann doch wächst, auch weil der Reichtum immer mehr wächst und dass er dann doch irgendwie daran gearbeitet wird, Fleisch herzustellen künstlich, dann wird es niemals eine fleischfreie Welt geben. Aber vielleicht auch eine tierleidfreie Welt. Ja, eben, also... Der Punkt ist, dass da kein Tier oder sagen wir irgendwie, was weiß ich, ein Tausendstel der Tiere muss dann noch geschlachtet werden dafür, weil man braucht ja diese Ursprungsdaten sozusagen. Und das ist doch okay, Tino. Muss jetzt ja nicht so unangenehm links sein und jedes Tier und Leute. Unangenehm vegan bin ich heute. Ich habe noch einen letzten großen Themenbereich, der wurde uns zugetragen im Kommentar vor 11 Stunden, während wir das hier aufnehmen. Also noch ganz, ganz frisch. Und ich lese das einfach mal vor von Jaganek. Noch nie gelesen den Mann. Habe ich jetzt sein Gender assumed? Scheiße. Ja. Ich gehe. Tschüss. Die Person. Hallo Person Jaganek. Zum Thema Veganismus hätte ich einen Punkt, der mich sehr interessiert und der eigentlich auch viel zu sehr in der ganzen Debatte untergeht, wie ich finde. Nämlich der Punkt Jagen. Jemand, den ich zu dem Thema gefunden habe und der die Sache auch so angeht, wie sie für die Veganismusdebatte interessant ist, wäre Fabian Grimm. Hat er nicht diese Märchen geschrieben? Ja. Sein Bruder zusammen? Sein Bruder, da ging es doch auch um Tiere, die sprechen. Kevin Grimm. Ja, genau. Hangout.de, WordPress über mich, bla bla. Nee, Hangout, Alter, ich lese Hangout. Es heißt aber Haut-Gu. Weiß ich nicht. So wie bei Ragu, glaube ich.
Hautgaut, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass solange das Hauptziel Leitvermeidung und Umweltschutz ist, das bisherige vegane Leben die wirklich beste Lösung ist. Ich denke, regionales Essen schlägt in den Punkten das einfach nur Vegane. Schließlich stirbt für ein geschossenes und zum nächsten Metzger gebrachtes Reh voraussichtlich auch nur ein Tier, während für viele vegane Produkte am Ende doch riesige Felder angelegt, weite Strecken zurückgelegt und zum Teil noch weitere Verpackungsfortschritte durchgeführt werden müssen, wodurch dann am Ende noch viele Tiere bei draufgehen oder zumindest zum Teil recht starke Einschränkungen in ihrem Lebensraum erleiden müssen. Ja, das ist ja billig. Das ist billig, das ist so mies billig. Das ist billig. Oder stimmt da was nicht in meiner Rechnung? Abgesehen von dem Fakt, dass ein nur regional einkaufender oder gar sich selbst versorgender Veganer diesen Lebensstil nochmal etwas überbietet. Fände es halt schön interessant, wenn sich mal mehr mit dem Punkt befasst werden würde, denn dass Massentierhaltung und Billigfleisch auf sehr vielen Ebenen äußerst schlecht sind, haben inzwischen schon die meisten Leute gerafft, denke ich mal. Und wehe, ihr sneakt ums Thema rum und kommt mit Jägern, die im Grunde nur Trophäen suchen oder meinen, sie müssten den Waldbestand groß regulieren. Tino, sei nicht auch noch ein unangenehm veganer Mensch. Er kennt mich, er liest mich wie ein Buch. Nein, das finde ich echt sehr billig. Also für direkt. Ja, also für jeden Scheiß muss man Transporte organisieren und da kann man bei allem sagen, dass es CO2 ausstößt und dass irgendwas kaputt geht oder irgendwas ausgebeutet wird. Das kann man über alles sagen, über Kleidung, über Autos an sich, über Avocados sowieso. Aber dieses Argument zu sagen, Veganismus ist scheiße, weil ja Rehe auch hier geschossen werden und dann hier vor Ort gegessen werden, macht halt keiner. Also 99% passiert durch Massentierhaltung. Aber dass ja die Welt globalisiert wird und dass wir in Supermärkten alles haben, was weltweit hergestellt worden ist, in China, in den USA, in Tschechien, überall werden Sachen hergestellt und überall hin exportiert und importiert. Deswegen ist das für mich kein Argument. Und keiner isst halt das Reh, was irgendwie am Straßenrand lag. Das macht eben keiner. Ich sehe da auch mehrere Probleme, obwohl ich den Gedanken ja ganz interessant finde. Ich finde ihn einfach nicht zeitgemäß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Zukunft die Gesellschaft sich dahin entwickelt, dass die Leute in ihrer Freizeit in den Wald gehen und Rehe jagen. Keine Ahnung, kann ja auch ganz witzig sein. So ein Red Dead Redemption, die jage ich ja auch ganz gerne mal ein Tier, aber ja, weiß ist ich halt nicht. Ein Spiel. Du hast halt, ja, nee, ich meine, du hast den Komfort und wir leben halt einfach in der Zeit, wo du das Internet direkt immer in der Hosentasche hast. Da willst du auch einfach in den Supermarkt gehen und dir deinen Scheiß holen. Ja. Ich sehe einfach nicht, wie das mit dem aktuellen Gesellschaftskonzept zusammenpasst. Kann natürlich sein, dass sich da nochmal groß was ändert, dass dann das realistischer wird, aber so sehe ich es nicht ganz. Und auch so wäre es ja eigentlich, da fände ich dann das mit dem künstlichen Fleisch noch wesentlich interessanter, weil die Biodiversität geht ja eh sehr stark zurück in den letzten Jahrzehnten, dass man eigentlich das gar nicht irgendwie befeuern sollte, dass Tiere getötet werden. Weil wenn man jetzt sagt, okay, jeder Privatbürger kann jagen gehen oder was weiß ich, wie dann das, ich habe mir den Link jetzt leider nicht angeguckt, wie dann das genaue Konzept ist, dann weiß ich nicht, dann sterben ja vielleicht noch mehr Tiere, wenn dann auf einmal alle losziehen mit dem Pfeil und Bogen. Ja, lieber Dings, als wenn du wirklich dir eine Waffe kaufst und dein Tier, was du jeden Tag isst oder weiß nicht, wie oft du Fleisch isst, selbst erlegst und ausnimmst, Respekt, tu das, unterstütze ich, kannst du gerne machen, aber das macht halt irgendwie keiner und das machst auch du, glaube ich, nicht. Und dann hast du noch irgendwas gesagt von Sojafeldern, die ja für Sojaprodukte benutzt werden. Das ist so ein richtiges Fangargument, weil ich glaube, das waren, ja, man schätzt zwischen 85% und 95% des Sojaanbaus ist für die Massentierhaltung gemacht. Das heißt, wenn man sagt, vegane Ernährung ist scheiße aufgrund des Sojaanbaus, dann schießt man sich ein Eigentor, wenn 90% des Sojaanbaus für Massentierhaltung drauf geht. Und diese Felder könnte man für ganz andere Sachen verwenden und ist eben so? Durch sowas. Ist echt so, kannst du überall nachlesen. Sprich mal eine HTTPS-Quelle rein jetzt. Ach, ihr müsst nur googeln nach Anteil Sojafelder und wofür es genutzt wird. Das findest du in jede Quelle. Selbst Quellen, die jetzt gegen Veganismus sind, auch die geben zu, dass diese Sojafelder alle für die Massentierhaltung gebraucht werden und die wenigsten für Sojaprodukte für den Menschen. Also kann ich weiter rein gewissens meine Vanille-Sojamilch von irgendeiner Biomarke erwerben? Oder ja, muss ich mich da schlecht fühlen? Nö, keine Frage, das kannst du tun. Schön. Man soll ja auch nicht zu jeder Mahlzeit Soja essen. Darum geht es ja auch nicht. Ist das auch ungesund, oder?
Ich glaube nicht. Also auch da sind ja Sachen drin, die man braucht, aber jetzt das, jeden der Tag. Der Punkt ist, ich fand es auch nie geil so und ich glaube auch darüber hinaus finde ich es weiterhin nicht geil. Ich habe halt mehrfach schon so Alternativ-Shit zu Käse mal probiert, weil man will ja offen sein, aber keine Ahnung, es war dann irgendwie einfach die Konsistenz seltsam oder gut Geschmack kann ich jetzt gar nicht so krass bewerten. Aber ja. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass es sowas gibt wie vegane Schnitzel und solche Geschichten, weil es zum einen den Einstieg vereinfacht, ja, okay. Und den Ausstieg, ja. Je nachdem. Und das Glas ist halb voll. Im den Glas Einstieg. Ist Wasser drin. Ja. Sojawasser. Ich finde es auch gar nicht schlecht, dass man Rügenwalder Mühle irgendwie unterstützt und dass man ihre Sachen kauft oder selbst bei Burger King, wenn man sich da so einen veganen Burger holt, weil du damit ja Signal sendest, dass die Nachfrage groß ist für vegane Produkte. Und ich glaube, es war sogar Rügenwalder Mühle, die gesagt haben, dass sie irgendwann sich vorstellen können, komplett auf vegane Produkte umzusteigen. Das ja, ist doch klar, wenn der Markt. Super Signal. Verlangt. Ja. Ja, es ist. Ich weiß nicht, ob es ein Signal ist. Das ist auch nochmal so ein letzter großer Punkt, den ich halt einfach ein bisschen fadig finde, weil es ja halt jetzt, ne, Rücki hat ja auch drüber Witze gemacht. Wir nennen den auch, ich glaube, er will lieber Basti heißen, aber ich kenne ihn von früher halt einfach nur mal als Rücki, ist ja auch egal. Dass das schon für viele auch so ein bisschen Trend ist. So. Und genau wie beim Queer-Ding hier, beim Gay Pride. Schwul sein ist auch nur ein Trend. Ja, ist auch nur ein Trend. Nee, dass halt Firmen da irgendwie so aufspringen. Nicht, weil sie das wirklich gut finden, sondern weil es halt gerade im Trend ist oder weil sie damit, weißt du, warum führt ein Burger King einen veganen Burger ein? Ja, um das Angebot zu erweitern. Natürlich. Und um mehr Käufer zu haben. Richtig, also es ist ja schon, ne, es ist ja im Endeffekt schon einfach nur profitorientiert. Ja. Das finde ich halt ein bisschen madig bei der ganzen Sache. Aber gut, ist ja jetzt erstmal per se nicht schlechtes, per se Megaperls, wenn die einen veganen Burger anbieten. Aber das ist dabei halt so ein bisschen, ne, so ein bisschen PR dann, oh, also wenn der Bedarf da ist, dann machen wir total vegan. Ist natürlich gut, aber dieses Corporate-Ding dahinter, das aber macht ist es denn nicht uncool. Der Sinn dahinter, dass man eine Lebensweise führt und verbreitet, damit es zum Trend wird und damit ja, wie man gesagt, umsteigt? Ich finde es ja an sich gut, es ist halt nur so ein bisschen fader Beigeschmack. Ja, ich finde auch, das Argument, dass Veganismus ein Trend ist, finde ich gar nicht schlimm. Also warum jetzt jemand vegan oder vegetarisch wird, ist doch völlig irrelevant. Es ist auch ein Trend, der jetzt keinem schadet und der gut ist. Man muss sich halt informieren. Also, weiß nicht. Okay. Da gibt es schlimmere Trends, zum Beispiel rechts zu wählen. So. Das ist halt ein Trend, der irgendwie für alle scheiße ist am Ende, aber so vegan leben ist ja jetzt hat keine negativen Auswirkungen. Gibt es noch so ein paar große Gegenargumente? Ja, es gab, also, doch. Ich mag das halt nicht, wenn Leute einfach sagen. Also es ist ja gutes Recht, ja. Wie gesagt, ich habe auch nie irgendjemandem gesagt, er soll bitte sich vegetarisch ernähren oder. Ich auch nie. Wenn ich gestichelt werde, sage ich dann halt vielleicht auch mal, oh, Leiche im Scheißedarm, geil. Ja, das ist voll natürlich. Das ist das Absurdeste, was ich echt vorstellen kann. Es ist so witzig, auch in dänischen Delikatessen. Es gibt nichts Erniedrigerendes, als ein Tier zu töten, es auszuweiden und in seinen eigenen Darm reinzustopfen. Ich finde das so absurd. Wie kommt man da raus? Also so in der Geschichte der Menschheit, wie kamen sie auf die Idee, das zu tun? Sehr interessant. Esst bitte weiter eure Bratwurst. Wie gesagt, ich finde es wirklich voll in Ordnung. Aber wenn irgendwie als einziges Gegenargument kommt, es schmeckt halt, das ist dann ein bisschen schwach. Wie gesagt, ihr dürft das gerne sagen. Und es ist auch völlig legitim, wenn man sagt, es schmeckt und deswegen möchte ich darauf nicht verzichten. Keine Ahnung. Ist natürlich ein Stück weit vielleicht egoistisch jetzt wenn man davon ausgeht, dass die vegane Ernährung für Tiere und vielleicht auch Welt eigentlich besser ist. Aber ich kann es schon verstehen, man, ne? Andere, also keine Ahnung, Rauchen ist wahrscheinlich auch nicht gut für die Umwelt. Keine Ahnung, habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt. Ja, für die rundherum stehen, die passiv rauchen. Das auf jeden Fall auch nicht. Aber ich meine, Rauchen hat jetzt keinen positiven Effekt. Aber ich würde keinem verbieten zu rauchen. So. Aber jeder weiß eigentlich, wäre es cleverer, nicht zu rauchen. Weil es bringt halt effektiv nichts. Ja. Du hast, Rauchen gibt ja halt auch nur den Stress-Relief, ja. Weil dein Gehirn drauf geeicht ist. Ja. Wenn ich jetzt rauche, habe ich weniger Stress. Aber das hättest du ja gar nicht, hättest du gar nicht erst angefangen mit Rauchen. Und die Gegenargumente gibt es natürlich auch gegen Veganismus. Und es ist so dieses Ding wieder Richtung Filterblase. Man guckt sich dann irgendwelche Meldungen an, die gegen die eigene Lebensweise sprechen. Dann guckt man mal, was eigentlich dahinter steckt.
Und es gab auch immer viele große Bild-Schlagzeilen von wegen Eltern ernähren ihr Kind, Kind tot. So, das ist so die Schlagzeile. Ja. Und dann liest du im, vielleicht nicht mehr bei denen im Artikel, aber in anderen Zeitungen, die auch darüber berichten, dass die Eltern ihr Kind nicht vegan ernährt haben, sie haben es durch Rohkost ausschließlich ernährt. Und okay, das ist natürlich tödlich für so ein Kind. Aber das lag nicht an der veganen Ernährung. Du kannst ein Kind natürlich vegan ernähren. Abgesehen von der natürlich Muttermilch, ja, die gibst du ja dem Kind ab. Ist ja auch völlig natürlich. Aber ein Kind, ein Kleinkind stirbt nicht von veganer Ernährung per se. Es stirbt durch schlechte Ernährung. Und die kannst du sowohl omnivor haben als auch vegan. Hallo. Willkommen beim Brennpunkt Internet. Hallo. Wir haben hier spontane Gäste. Ja, hi. Ja. Macht ihr das schön? Wir machen das sehr schön. Wie ernährst du dich denn? Wie ich mich ernähre? Ja. Leider viel zu ungesund. Okay. Isst du vegetarisch, vegan oder ganz normal? Ganz normal. Okay, das ist völlig legitim. Das ist voll in Ordnung. Wir bilden ja eh jede Meinung ab. Und wir sind auch schon bei eine Stunde fünf. Also wir müssen wir überziehen auch schon. Oi. Ja. Also man kann, Tino, hast doch ein militantes Endwort. Also ja, man kann jetzt resümieren. Ich verstehe das mit der Ernährung von den Kindern übrigens, was du gerade noch gesagt hast. Weil wir wurden da vielleicht ein bisschen unterbrochen gerade. Das macht nichts. Wir sind ein lebendiger Podcast. Ja. Wir sind alle willkommen. Das stimmt. Bis zum nächsten Mal. Nein, also ja, als letzte Indoktrinierung vielleicht noch. Also ich bin davon überzeugt, dass man sowohl vegan als auch omnivor sich ausgeglichen ernähren kann. Man muss halt für sich dann gucken, ob man damit ethisch leben kann, dass man da gerade ein Tier ist. Aber man kann sich sowohl omnivor als auch vegan falsch oder auch richtig ernähren. Und es gibt keine Mangelerscheinungen für Veganer. Und nur ganz kurz noch zum Thema B12, was ja sehr, sehr wichtig ist, was immer das Hauptargument ist, dass Veganer kein B12 bekommen. Das ist richtig, aber das ist kein Ernährungsproblem, das ist ein Hygieneproblem, weil wir alle unsere Nahrungsmittel ja reinigen und es ist alles so hygienisch passiert. Das hat man, glaube ich, schon mal im normalen Brennpunkt, dass das eigentlich normalerweise in der Erde drin ist, aber weil das abgewaschen wird und... Genau, durch Bakterien wird das gebildet auf Pflanzen und solche Geschichten. Und selbst die Tiere in der Massentierhaltung, also das Fleisch, was viele Leute essen, auch die Tiere bekommen auch kein B12 auf natürliche Weise. Auch die bekommen das nur supplementiert. Ich weiß auch nicht, was da der Unterschied ist. Irgend so ein Wort. Auch die bekommen es nur durch Nahrungszusätze. Mhm. Und man kann, wenn man jetzt sagt, B12 ist das Hauptargument gegen vegane Ernährung, dann kann man gleich das Tierschlachten weglassen und gleich selbst dieses B12 einfach zu sich nehmen und kann das Tier einfach in Ruhe lassen. Das nur ganz kurz dazu, um das mal aufgeklärt zu haben. Nun, also für mich ist nur das, die Polizei, da kriege ich direkt Hodenschlagern. Die verhaften uns gleich. Für mich ist so dieses Ding, wenn ihr denn euch in die Diskussion begeben wollt und Fleisch esst, dann wäre es vielleicht einfach ein bisschen zuträglich, wenn das Argument nicht ist, es schmeckt halt. Oder einfach nur Spott der anderen Seite gegenüber. Wenn ihr für euch Argumente habt, ist das ja voll in Ordnung. Und eigentlich schmeckt auch völlig, also ich hab's ja auch schon gesagt, wenn es euch schmeckt, von mir aus. Ich will hier wirklich keinen anhitlern. Aber vielleicht beschäftigt ihr euch mal damit. Ich werde mich trotzdem weiter, glaube ich, vegetarisch und nicht vegan ernähren. Mal gucken, was da noch so kommt Richtung Käse, aber alter Schwede, ich mache mir jede Woche einmal so eine richtig geile Pizza, Alter, Tino. Ja, sehe ich immer. Und da so richtig geilen Gouda drauf. Alter, ist das der Wahnsinn. Darauf erstmal ein Schnitzel. Ja, Leute, überlegt, reflektiert über eure eigene Ernährung, egal was ihr tut, und informiert euch, guckt euch mal die Leute an, wenn ich mir so Talkshows angucke, wo es um Veganismus gegen Fleischesser geht. Und dann sind halt meistens 3 gegen 3. Dann sehe ich so 3 Fleischesser mit Trippelkinn und so und dann 3 Veganer, die schlank und gesund aussehen. Dann hat das schon auch eine gewisse Aussage. Das heißt nicht, dass Fleischessen per se schlecht ist, aber dass manche Menschen vielleicht dann doch zu viel Fleisch sich gönnen. Das ist doch linksgrün versüffte Propaganda. Die können sich doch die Gäste aussuchen in der Talkshow, Tino. Ja, aber ich glaube nicht, dass Frank Plassberg von Hart aber fair Veganer ist. Nee, aber... Weil der dick ist oder was? Oder nee, nicht Frank Plassberg, aber wenn du jetzt sagst, er sucht sich die Gäste aus und will bewusst die vegane Besser aus. Da stehen die Leitmädchen dahinter. Die linksgrün versifften Leitmädchen. Der hat doch auch nur, der arbeitet doch, auch Veganer. Der arbeitet im Auftrag von oben. Und wenn die sagen, wir pushen jetzt die Propaganda. Hä? Wir wissen ja alle, dass Hitler Vegetarier war und Merkel die Tochter von Hitler ist. Und deswegen versucht sie auch, diesen Veganismus-Propaganda-Style
durch die öffentlich-rechtlichen Sender zu verbreiten. Das wissen wir ja alle letztendlich. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, ich hätte lieber über Vaginaismus geredet, aber das können wir dann beim nächsten Mal machen. Könnt ihr gerne kaufen, Leute. All things Vagina. Für 20 Euro reden wir eine Stunde lang und auch ein bisschen länger über Vaginismus. Ja. Oder auch Penis. Ist das dann was Schlechtes? Eigentlich sind ja Isms immer was Schlechtes, oder? Veganismus, Rassismus. Ja. Das ist eine Stufe. Sexismus. Alles das Gleiche. Ich glaube, Ismus ist doch einfach nur irgendwie... Substantiviert? Substantiviert oder eine... Weiß ich gar nicht. Nee, es ist schon so als Bewegung. Die Bewegung Rassismus. So eine Kultbewegung. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich bleib Rassist. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es ist schon substantiviert, aber halt auch nochmal anders. Also es ist... Feminismus, Aktivismus... Ismus, ja. Ein Ismus, was? Ismus, vegan Ismus, Leute. Ich geh kacken, Alter. Und dann esse ich's. Ist wahrscheinlich auch vegetarisch, ist egal. Ist das vegetarisch, wenn ich meine Kacke esse? Ja, weil du es freiwillig abgegeben hast. Ach so, so funktioniert das. Gut, die Musik ist schon wieder laut und während wir jetzt hier über Kot reden, sind die Themen dann auch aufgebraucht. Hat mir viel Spaß gemacht, über Veganismus zu reden. Ja, das dachte ich mir wieder, dass dir das Spaß macht. Meine Fresse, ey, hier, weg das Mikrofon, ich hab keinen Bock mehr. Aber ich will nicht über Vaginas reden, die sind so eklig. Doch. Ich bin noch hin. 25 Euro. Kauft euch. Ciao, ciao!